Ja, moin moin liebe Leute, hier ist wieder Dietmar vom Motorradtest.de und heute teste ich für euch diese wunderschöne gebrauchte Yamaha XSR 900. Diese Maschine steht hier beim Motorrad Rusa in Haseldorf und wird hier verkauft für 7.990 Euro. Neu kostet die Maschine 10.000 Euro. Diese hier ist aus 2017 und hat 9.500 Kilometer runter, ist also noch relativ frisch. Ja, dieser Neupreis 10.000 Euro ist insofern ganz interessant, als dass diese Maschine hier in vielen Teilen auf der MT-09 basiert. Zum Beispiel Motor, Fahrwerk, Bremsen, das ist alles recht identisch. Die XSR 900 ist natürlich aber eigentlich ein ganz anderes, zumindest vom Style her, ein ganz anderes Motorrad. Yamaha nennt diese Serie Heritage. Wir würden sagen Retro-Sport. Also das ist schon, ja, eine, finde ich, sehr, sehr optisch sehr gelungene Angelegenheit. Vor allem hier mit diesem wunderschönen Sitz, werde ich euch nachher auch erzählen, wie sich das Ganze so anfühlt. Dann gibt es hier ein anderes Cockpit. Und ja, dieses Gebrauchtbike hier hat auch noch zwei, drei Sonderausstattungen. Zum Beispiel dieses Windschild hier. Das ist nicht Standard. Außerdem gibt es hier einen Gepäckträger von Givi. Könnt ihr also einen Topcase dran schnallen. Und außerdem hat sie auch Sturzpads. Soll sie zumindest haben. Achso, ja, hier. Genau. Also insofern ist schon ein bisschen was dabei. Ja, ein Vorbesitzer hat diese Maschine und ich werde jetzt in der nächsten Viertelstunde etwa diese Yamaha XSR für euch ordentlich auseinandernehmen und testen. Ich hoffe, ihr habt Kaffee und Gebäck bereitgestellt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Test und schon geht's los. So, als nächstes wollen wir uns mal die Abmessung anschauen. Ich werde mich mal draufsetzen auf das Bike, damit ihr mal einen Eindruck habt, wie man hier so sitzt. Ja, die Maschine hat eine Sitzhöhe von 830 mm, ist also ein bisschen höher als die MT09. Achtet mal hier auf meinen Kniewinkel. Das geht auch in Ordnung. Der Lenker ist relativ breit, also das ja, macht auf den ersten Eindruck so einen guten Eindruck. Auf den ersten Blick einen guten Eindruck, wollte ich sagen. Tag. Ja, ich nenne noch mal so ein paar technische Daten. Die Maschine ist 2,08 Meter lang. Radstand liegt hier bei 1,44 Meter. Das Gewicht vollgetankt liegt hier bei der XSR 900 bei knapp 200 Kilo, 195 Kilogramm, um genau zu sein. Ist also auch nicht wirklich schwer, die Maschine, also eher Leichtgewicht. Zulässiges Gesamtgewicht 365 Kilogramm. Ja, ist jetzt keine typische Reisemaschine, aber trotzdem zu zweit sollte das eigentlich auch funktionieren. Tankinhalt liegt bei 14 Litern, genau wie bei der MT09. Der Verbrauch natürlich auch gleich 5,5 Liter. Das heißt, die Reichweite liegt bei 250 Kilometern. Das ist jetzt nicht allzu viel, aber um ehrlich zu sein, wir reden ja auch nicht von einem Adventure-Bike, sondern von einem Retro-Bike. Ja, dann wollen wir uns mal designtechnisch die Besonderheiten bei der XSR 900 anschauen. Lichtmaske habt ihr eigentlich schon gesehen. Ich zeige sie nochmal. Dieser schöne klassische Rundscheinwerfer, auch mit dieser Applikation hier. Wunderbar gemacht, finde ich. Und dann natürlich der Tank. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich Alu ist. Auf jeden Fall, ja, sieht so aus. Gebürstetes Alu. Super schön. Also finde ich echt sehr, sehr gelungen. Dann haben wir natürlich hier den kurzen Auspuff-Endtopf. Und was ich auch super schön finde, hier an der XSR 900. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann hier, die Farbe. Das ist so ein Burgunder oder Aubergine oder sowas. So ein, ja, violett, dunkelrot, super schöne Sitzbank. Also das gefällt mir richtig gut. Und zu guter Letzt dann natürlich noch diese schöne Rückleuchte hier auch in diesem Retro-Design. Also diese Maschine ist ja eigentlich eine moderne Sportmaschine, muss man ja fast sagen. Das werden wir auch gleich bei der virtuellen Probefahrt noch erleben. Das ist jetzt keine Royal Enfield oder so, aber trotzdem schafft es Yamaha, finde ich, hier wirklich gekonnt, dieses Sportliche mit diesem schönen Retro-Design hier zu vereinen. Ist wirklich super gut gemacht. So, gleich geht's los mit der Probefahrt. Vorher machen wir noch schnell einen Rundgang um die Maschine und ich nenne euch mal so ein paar grundsätzliche technische Daten, damit ihr auch wisst, was euch hier erwartet bei der XSR 900. Der Motor ist tatsächlich der gleiche, den ihr aus der MT09 kennt. Drei Zylinder, 847 Kubikzentimeter Hubraum, flüssigkeitsgekühlt und er leistet
116 oder 115, ich weiß gar nicht, sagen wir mal 115 PS bei 10.000 Umdrehungen und das Drehmoment liegt bei 87,5 bei 8.500 Umdrehungen und wir haben hier ein Sechsganggetriebe natürlich mit Kettenantrieb. Ja, der Rahmen hier, das ist ein Brückenrohrrahmen aus Stahl bei der Yamaha XSR 900. Vorne haben wir dann eine Upside-Down-Gabel, die hat einen Standrohrdurchmesser von 41 mm und der Federweg vorne beträgt 137 mm. Hinten haben wir dann ein Monofederbein. Ich glaube, das kann man von dieser Seite aus hier besser sehen. Ich versuche mal so ein bisschen hier rein zu filmen. Also ein Monofederbein. Ihr könnt übrigens vorne und hinten die Federbasis und die Druckstufe einstellen. Und der Federweg hinten liegt dann bei 130 mm. Und wenn wir schon mal hier sind, zeige ich euch auch noch mal diese Zweiarmschwinge. Klassische Zweiarmschwinge, ganz schön gemacht, finde ich. Die sieht übrigens von der anderen Seite irgendwie noch cooler aus. Hier serienmäßig eine hintere Radabdeckung. Das ist natürlich auch cool. Und hier die Schwinge von der rechten Seite aus gesehen, so ein bisschen bananenförmig. Ich glaube, es ist die gleiche wie bei der MT-09. Ja, die Räder vorne und hinten, wo wir gerade hinten sind, bleiben wir mal hier. 17 Zoll Felge natürlich, 180 55er Reifen. Normalerweise sind hier, glaube ich, Bridgestone Badlegs aufgezogen. Bei dieser gebrauchten hier ist ein Metzler Low-Tech 01 aufgezogen, einer, wie ich finde, der besten Sport-Touring-Reifen. Dicker Vorteil, also auf jeden Fall besser als der serienmäßig aufgezogene Bridgestone, meiner Meinung nach. Gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander, aber ich finde das schon. Vorne 17 Zoll Felge mit einem 120-70er. Wenn ich auch noch mal hier das Profil ein bisschen für euch filmen. Das sieht alles noch sehr gut aus. Also die Reifen dürften noch ja, mindestens zwei Saisons halten, schätze ich mal. Und die Bremsanlage, die ist auch identisch zur MT-09. Hier seht ihr sie vorne von Yamaha, das eigene Bremssystem. Vier Kolben, Festsattel, radial verschraubt. Die Scheibe, ja, knapp 300 mm Durchmesser, 298 um genau zu sein. ABS ist natürlich hier, naja, ABS, glaube ich, braucht man nicht mehr zu erwähnen, ist ja vorgegeben seit ein paar Jahren. Ist ein Standard-ABS, also kein Kurven-ABS, aber ein sehr gut funktionierendes. Das werden wir nachher auch nochmal während der Fahrt ausprobieren. Hinten haben wir dann einen Einkolben-Schwimmsattel und die Scheibe hier hat einen Durchmesser von, wo steht's, 245 mm. Und ja, das soll es mal gewesen sein, so mit den technischen Daten zur Yamaha XSR 900. Ja, dann wollen wir uns auch mal draufsetzen auf die Maschine und ich schilde euch mal, wie sich das so anfühlt, aus Fahrerperspektive quasi. Achtet mal auf den Lenker, wie breit der ist. Also das ist schon echt ziemlich breit für ein Retro-Bike, finde ich. Das geht mehr so Richtung Street Fighter, wobei ich das jetzt ungerne sage, weil es ist kein Street Fighter, aber es ist schon sehr, sehr breit. Also ja, ich glaube, vergleichbar mit der MT-09. Ja, die Bedienelemente schauen wir uns auch nochmal an. Hier ist der Mode-Schalter für die Fahrmodi. Hier ist der Anlasser, Warnblinkanlage. Auf der linken Seite dann hier Licht, Blinker, Hupe und Traktionskontrolle. Und dann haben wir hier auch noch den Schalter für das Fernlicht. Und jetzt schauen wir uns mal das Cockpit an. Ich habe die Maschine noch nicht mehr angeschaut vorher. Also das ist jetzt auch für mich das erste Mal und ist vielleicht gar nicht so schlecht, um mal zu gucken, wie gut man hier klarkommt mit den Einstellungen. Wir fangen mal mit dem Mode an. Ja, A, B, Standard, könnt ihr hier sehen. Ja gut, da kann man jetzt nicht viel falsch machen und das lässt sich auch während der Fahrt verstellen. Allerdings nur, wenn man den Gashahn zu hat. Habe ich letztes Mal gelernt durch einen Nutzer. Vielen Dank nochmal für eure Hinweise. Und ja, was ist hier noch einzustellen? Hier die Traktionskontrolle steht auf 2. Wenn ich jetzt hier diese Traktionskontrolle, diesen Schalter hier betätige, kann ich wechseln zwischen Off, dann geht hier auch so eine Warnlampe an, dass die Traktionskontrolle ausgeschaltet ist, und eben zwischen der Stufe 1 und 2. 1 ist halt ja nicht so stark eingreifend und 2 greift dann halt stärker ein. Ja, das Cockpit an sich gibt jetzt hier auch wenig Geheimnisse auf. Hier die Geschwindigkeitsanzeige. Ich mache sie einfach mal an. Kilometerstand
Modus hatten wir schon. Das ist der Drehzahlmesser. Ich drehe mal auf. Ja, ganz gut zu sehen, finde ich. Und hier der rote Bereich, der beginnt genau wie bei der MT-09. Das hatte ich letztes Mal beim letzten Video leider falsch euch erzählt. Der beginnt nicht bei 10.000, sondern bei 11.250. Auch das wurde mir von einem Nutzer gesagt. Vielen Dank nochmal. Und hier haben wir dann die Ganganzeige. Ich habe jetzt mal gewechselt von neutral in den ersten. Also das ist alles ja, relativ leicht, übersichtlich. Und das habt ihr innerhalb von 2 Minuten im Griff. Man muss ehrlicherweise sagen, dieses Cockpit ist natürlich sehr stylisch. Wie sich das gehört, es muss auch so sein beim Retro-Bike. Es sind allerdings ziemlich viele Informationen auf engstem Raum untergebracht. Also ich muss jetzt mal nachher sehen, während der Fahrt, wie ich damit klarkomme, ob mich das jetzt irgendwie ablenkt oder auch nicht. Aber so vom optischen her finde ich das wirklich ziemlich gelungen. Und aus. So, nächster Programmpunkt Licht. Wir fangen mal vorne an. Könnt ihr wahrscheinlich schon sehen, das ist hier kein LED-Scheinwerfer wie bei der MT-09 und auch nichts Modernes, sondern hier so ein klassischer Rundscheinwerfer, wie sich das gehört für ein Retro-Bike. Und ja, ich werfe die Maschine mal an. So. Das sollte eigentlich ja das Fernlicht sein. Das ist halt alles klassisch hier mit Halos. Jo, hinten hat die XSR 900 überraschenderweise auch eine Rückleuchte, wer hätte das gedacht. Die allerdings ist jetzt tatsächlich dann in LED-Technik schon quasi ausgeführt. Ich werde mal das Bremslicht betätigen und so ein bisschen blinkern, damit ihr da mal einen Eindruck bekommt, wie das Ganze so aussieht. Also ich finde, es ist wirklich eine sehr schöne Lichtgestaltung hier vorne und hinten. Ja, und dann wollen wir mal hören, wie die Yamaha XSR 900 so klingt. Hier der Topf, schön klein, schön knapp, ähnlich wie bei der MT-09. Und jetzt werde ich die Maschine mal anwerfen, einen Moment. So, dann soll es endlich mal losgehen. Ich bin mal mit euch jetzt hier an den Hafen von Haseldorf gefahren. Ich weiß gar nicht, ob das noch Haseldorf ist, aber ich glaube schon. Da steht sie, die Yamaha XSR 900. Wir haben sie ja schon ausführlich besprochen, was das Design angeht. Ich weiß, das ist immer Geschmackssache, aber mal ehrlich, wie kann man so ein Motorrad nicht schön finden? Das würde mir ehrlich gesagt ein Rätsel sein. Ich finde sie wunderschön. Gut, ja, wir wollen uns noch mal draufsetzen. Ich hatte vorhin bei dem anderen Take, glaube ich, ganz vergessen zu schildern, wie das hier ist mit dem Blick nach hinten. Die Spiegel hier bei der XSR 900 unterscheiden sich übrigens von der MT-09. Die haben so einen merkwürdigen schwarzen Rahmen. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gelungen, aber gut, ist auch Geschmackssache. Der Blick nach hinten ist auch, ja, könnte besser sein. Ist jetzt auch nicht wirklich schlecht, aber könnte tatsächlich besser sein. Also ich sehe hier tatsächlich noch Teile von meiner Schulter und ja, finde ich ein bisschen schade, hätte man ein bisschen weiter nach außen ziehen können, die Spiegel, aber gut, ist so wie es ist. Ja, dann will ich euch mal mitnehmen auf eine kleine Probefahrt hier mit der XSR 900. Los geht's. Heute sind übrigens, weiß ich, gefühlt 38 Grad. Wann immer ich meinen Helm aufsetze und das Visier runter mache, ist alles sofort beschlagen. Aber egal, ich muss ein bisschen Gas geben, dann wird das besser durchlüftet. Und das ist mit der XSR 900 überhaupt kein Problem. Wow. Oh Mann. Ja, also ich darf jetzt hier nicht so schnell fahren am Hafen, aber wir fangen trotzdem mal an mit dem Motor. Also ja, der Motor, wie gesagt, habe ich glaube ich schon 10-mal gesagt, der aus der MT-09 und irgendwie, man glaubt es ja gar nicht, aber er ist wirklich genauso bissig wie bei der MT-09. Es gibt hier ja 3 Fahrmodi, A, B und Standard. Ich bin jetzt im B-Modus, das ist eigentlich noch der zurückhaltendste Modus. Der ist nicht ganz so giftig in der Gasannahme, ist auch leistungsreduziert um 10 PS. Ich habe jetzt also nur 105 PS unter meinem Porsche, aber das werden wir gleich mal ändern. Ja, aber trotzdem, der Motor fühlt sich wirklich genauso an wie bei der MT-09. Das ist der Test von unser Test von der MT-09 ist jetzt noch gar nicht so lange her, irgendwie 1-2 Wochen. Ist übrigens schon 25.000 Mal abgerufen worden, vielen Dank dafür. Und fühlt sich wirklich identisch an, muss ich sagen. Also da merke ich jetzt überhaupt keinen Unterschied. Die Sitzposition
Ja, die ist sie eigentlich anders? Ja, der Tank ist, glaube ich, länger. Also man sitzt nicht so weit vorne, nicht so ganz so vorderradorientiert wie bei der MT-09, sondern so ein bisschen ja, lässiger, könnte man das mal nennen. Passt ja auch hier zu dieser Heritage-Maschine von Yamaha. Ja, ist aber im Vergleich zu anderen Retro-Maschinen, das muss man ganz klar sagen, ich bin jetzt schon einige gefahren und das hier ist mit Abstand die sportlichste von allen, die ich bisher so unter meinen Fittichen hatte. Also es ist wirklich eigentlich nur vom Design hier eine Retro-Maschine. Alles andere an dieser Maschine ist wirklich modern und eben kraftvoll. Ne? Also dieser Motor hier, obwohl 87,5 Newtonmeter sich nach nicht so viel anhört, aber das täuscht. Also die Maschine ist wesentlich kräftiger, der Motor der Crossplane 3 ist wesentlich kräftiger, als das Datenblatt vermuten lassen würde. Höchstleistung 100, ich gehe jetzt mal in den A-Modus hier, 115 PS, und merkt man sofort giftiger hier in der Gasannahme. Oh, 115 PS bei 10.000 Umdrehung, das lässt schon vermuten, okay. Die kommt von oben, aber auch das täuscht. Die kommt nämlich auch von unten relativ lässig aus dem Keller geballert. Und ja, macht da auch überhaupt gar keine Zicken. Also ich gehe jetzt mal in den fünften. Fahre jetzt hier mal, wie ihr sehen könnt, 50. Darf sowieso nicht schneller fahren, fällt mir gerade ein. Und ja, kein Problem, kein Geruckel, kein Gezuckel, kein Schütteln vom Motor. Das nimmt er alles total gelassen hin und... Ja, wie ein Vierzylinder eigentlich fast schon. Und ja, das macht richtig Spaß. Getriebe ist auch super. Wir haben hier eine Seilzugkupplung, könnt ihr, glaube ich, ganz gut sehen. Und ja, ist ein Sechsganggetriebe natürlich mit Kettenantrieb. Und das funktioniert alles wunderbar. Ja, was ich noch erwähnen wollte, war ein Satz zum Fahrwerk. Also das... kommt mir ein bisschen straffer vor als bei der MT-09, aber ganz ehrlich, das marginal, also das kann auch sein, dass ich mir das jetzt einbilde, aber auf jeden Fall ist es so, dass das Fahrwerk hier bei dieser hier relativ straff eingestellt ist, stört mich aber nicht und ich muss sagen, mich erinnert das irgendwie auch an den Test von der BMW R90, einer anderen Retro-Maschine. Natürlich nicht vergleichbar mit der hier, das ist ein anderes Bike, aber die war auch so relativ straff eingestellt. Also das finde ich ja eigentlich so ein bisschen überraschend. Ich hätte jetzt immer so vermutet, dass die Hersteller die Retros ja, so ein bisschen weicher, komfortabler so für den älteren Herrn, jetzt übertreibe ich mal ein bisschen, halt weicher einstellen, aber nee, ist nicht so. Also sowohl die hier als auch andere Retros sind relativ straff eingestellt, aber das passt gut zu dem Charakter des Bikes. Und außerdem ist die Yamaha XSR 900 ja auch glücklicherweise einstellbar. Also das vordere Federbein, die Gabel und hinten könnt ihr in der Zugstufe einstellen. Nee, was war das jetzt? Zug oder Druckstufe? Weiß ich nicht. Ich glaube Druckstufe. Und auch die Federbasis könnt ihr einstellen. Also zwei Dinge. Und also mit anderen Worten, ihr könnt sie halt ein bisschen weicher machen, wenn ihr wollt, oder halt härter. Und das ist doch mal eine ganz kecke Angelegenheit. Oh, und herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Tempo 30. So, vielen Dank. Eine Schule. Na gut. Ja, machen wir mal weiter mit dem Windschutz. Wobei das ist ein bisschen schwierig, weil das ist ja hier gebraucht und die hat hier so ein besonderes Windschild. Das ist kein Standardschild und macht einen guten Job. Also ich bin vorhin auch schon schneller gefahren mit der Maschine und das geht alles wunderbar. Also da fühle ich mich auch richtig wohl. Ja, im Cockpit nochmal ein Satz dazu. Ich hatte ja vorhin schon angedeutet, dass ich befürchtet habe im Stand, dass das während der Fahrt so ein bisschen klein alles sein kann. Ja, ist es auch. Also seht ihr ja hier, ne? Also hier sind ziemlich viele Informationen auf kleinsten Raum untergebracht. Ja, stört mich das jetzt? Nicht wirklich, stört mich nicht, aber die Ablesbarkeit anderer Cockpits, nicht aller, aber einige andere, ist tatsächlich ein bisschen besser. Aber immerhin, diese Art hier, dieses weiße Ziffern aus schwarzem Grund, also LCD Inverse, die gefällt mir gut. Also nicht nur optisch, sondern die macht die Ablesbarkeit auch relativ leicht. Ja, Traktionskontrolle kann man
während der Fahrt umstellen. Habe ich jetzt mal gemacht, von 1 auf 2. Ich versuche mal so, die auszuschalten. Ja, das geht, glaube ich, tatsächlich nur im Stand. Ich mache das jetzt mal. Blink, blink. So, jetzt ist sie aus. Wir wollen nämlich gleich mal ein bisschen Speed geben. Denn mir kommt gerade ein Bus, den müssen wir mal kurz abhängen. Was aber kein Problem ist! Oh Mann. Ja. Also, wie bei der MT-09, das Ding ist echt eine Rakete. Also wirklich. Die hat gefühlt wesentlich mehr Leistung als diese 115 auf dem Papier, 115 PS, und vor allem mehr Drehmoment. Also da, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass sie 88 hätte, würde ich mal locker auf kurz knapp über 100 tippen. Also das Ding geht so brachial nach vorne, das ist echt eine wahre Freude. So, jetzt werde ich hier mal anhalten, wir machen mal eine Vollbremsung. Na bitte, ach, das funktioniert gut. Oh, jetzt kommt der Bus. Mal schnell 100 auf 100. Ja! Oh. Ja, auch das kenne ich noch sehr gut. Also die geht sowohl im ersten als auch im zweiten vorne noch hoch. Da muss man sich wirklich mächtig nach vorne beugen, damit man hier nicht kapeister geht. Ja, das macht richtig Spaß. Richtig, richtig geil. Ja, Durchzug von 60 auf 100 können wir auch noch mal kurz uns anschauen im fünften. Ich gehe in den fünften und dann wollen wir mal sehen, wie lange das dauert. 3, 2, 1, Feuer. Oh. Oh Mann, ey. Wahnsinn. Ja, also richtig, richtig geil. Das Ding ballert einfach. Und hört mal! Oh. Ja, also dieser Sound hier. Oh. Da war ein toter Hase. Aber nicht von mir. Ja, der Sound ist auch richtig geil. Also so, ja, man möchte fast sagen, typisch Dreizylinder. Also der faucht und giftet, dass es nur so eine wahre Freude ist. Also auch das, ja, dürfte 99% von euch gefallen. Ja, das soll es mal gewesen sein, hier live von der Yamaha XSR 900. Damit gebe ich zurück ins Studio zu Ingo Zamperoni. So, das war unser Test zur Yamaha XSR 900. Wie gesagt, steht diese Maschine hier bei Motorrad Rosa in Haseldorf. Kommt mal vorbei und fahrt sie mal Probe. An dieser Stelle übrigens nochmal der Hinweis, das werden wir oft gefragt. Nein, wir kriegen kein Geld für diese Videos hier, weder von Yamaha noch von den Händlern. Das ist also insofern keine Werbung, sondern ja, ein reines Spaßprojekt. Ja, ich hoffe, ihr habt ordentlich was erfahren zur XSR 900. Vielleicht war auch das eine oder andere Neue für euch dabei. Ist wirklich eine schöne Maschine, finde ich. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns bitte einen Daumen hoch. Wir grüßen euch aus dem hohen Norden und sagen Tschüssinger. Bis bald.